Digga. Gut, dann müssen wir auch richtig machen. So, wo sind die jetzt? Da sind zwei. Und da sind drei. Normalerweise ist die M14 ein zufälliges Gewehr, zuverlässiges Gewehr. Also wirklich. Ich sehe aber auch gar nichts. Einer mehr. Noch einer gefallen. Da kann man rein. Da ganz am Außen. Ja. Das Problem ist halt die. Lass doch mal ein bisschen diese Leute hier mal an. Gar nicht bemerkt. Okay, er kommt zurück. Soll ruhig zurückkommen, der Kelle. Noch einer gefallen. Bin durch den Perimeter. Roger, such den Offizier, hol die Schlüsselkarte. Achtung, Soap und Ghost sind drin. Schwaches Signal da unten. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns, sobald wir können. Bestätigt. Ach, Digga, es kann doch nicht sein. Aber ganz okay, wenn ich hier bleib. Oh, erschreck mich doch nicht so! Boah, bist du des Wahnsinns! Boah. Digga, der mich jetzt erschreckt. Okay, einer kommt zu mir wieder.
Spur. So, ich bin jetzt da. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Also hier sind 4 Leute. Und 7. Gut, wenn ich jetzt einen mit... Warum ist da schon wieder einer? Ruhe. Es wäre mal super, wenn ich mal ein paar Munition kriegen würde. Warum hat der... Schön, dass ihr nacheinander kommen. Ihr könnt noch so sehr viele Granaten schmeißen, ihr trifft nicht wirklich richtig. Boah, was hat sich eigentlich Sledgehammer Games gedacht, Alter? Wirklich. Ohne Witz. Sichtkontakt zum Offizier. Schlüsselkarte. Verstanden. Hab einen Einstiegspunkt. Wir sehen uns drin. Kilo Ende. Na gut, dann hätte ich jetzt auch egal.
Okay. Bestätigt. Finden wir diese Raketen. Es geht abwärts. Hoch ab. Ja, zwei ist halt wirklich arme Schweine. Ja, ist doch gut, mein Gott. Weiter. Wir müssen diese... Digga. Ruhe jetzt. Weichei. Ruhe. Captain, hörst du das? Sie öffnen die Schutztür. Sie versuchen, die Rakete zu starten. Wir müssen durch diese Räume. Können wir den Start mit diesen Computern verhindern? Negativ. Ich brauche Zugriff auf den Steuerungskasten der Rakete. Ja! Hier habt euer Kanal wieder zurück, ihr Spinner. Die Tür zum Silo ist am Ende des Stegs. Los! Wenn wir es zur Rakete schaffen, kann ich sie vielleicht entschärfen. Wo landen? Die Startplattform befindet sich hinter dieser Tür. Verstanden. Ach Gott. Sie ist zu. Ich mach sie auf. Warte. Alle Stationen. Zwei Raketen entdeckt. Sprengköpfe enthalten Chemikalien. Ich wiederhole, Raketen mit chemischen Sprengköpfen. 7-1, wiederhol das. Verdammte Scheiße! Tür ist offen. Hier lang, gehen wir. Ah!
Sie starten, Captain. Fuck. 06 kommen. Captain, hörst du mich? 6 hört. Conny hat die Sprengköpfe mit Makarovs Chemikalien bestückt. Sie werden starten. Meine Raketen, meine Flagge, mein Land. Wer will, dass die Welt dir die Schuld gibt? Mit diesen Raketen schafft er das auch. Die Chemikalien. Diese Rakete hat sie auch. Fahrer, das sind deine Raketen. Es muss einen Weg geben, sie zu entschärfen. Gibt es. An den Steuerungskasten. Wir machen das zusammen. Ernsthaft wieder. Bin drin. Bereit. Moment. Zu spät zum Entschärfen. Sie wird starten. Was? Wir schließen die Schutztüre und sprengen. Und dämmen die Chemikalien im Bunker ein. Ja. Geh zur Oberfläche, such die Schutztürsteuerung und schließe sie, Captain. Wo wirst du sein? Ich gehe in Deckung und halte den Start auf, solange ich kann. Geh, sofort! Es wäre mal schön, wenn ich zu... Digga, jetzt muss ich auch noch über den Zelt laufen, oder was? Ist das dein Ernst? Ah! Okay. Juggernaut. Ich gehe in Deckung und halte den Start auf, solange ich kann. Jetzt muss ich aber wirklich das Ding nehmen. Ruhe. Was war denn das jetzt? Bist du sein? Ich geh in die Mann, darf mal eine Sache mal klappen? Wo jetzt? Das hat mich ja gerade aus dem Leben gekickt. Ja, rennen! Toll, super! Och, das gibt's doch nicht! Wirst du sein?